Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest und den Krafttierbotschaften für diesen Sommer für ja, Sternzeichen Schütze, vielleicht auch Aszendent Schütze, Mond im Schützen oder du hast aus dem Preview-Video dieses Bild ausgewählt, dem wir dann in der Preview erst später die Sternzeichen zugeordnet haben. Aus dem Whispers of the Ocean haben wir hier Kegelrobben und das heißt hier Take Note. Na schauen wir, was wir bekommen. Intuition. Du lernst dein to embrace and trust. Deinem inneren Wissen, das zu umarmen und dem zu vertrauen. Aus den Wasserkristallen von Masaru Emoto, der Wasser mit Musik bespielt hat, mit verschiedenen Arten von Musik oder eben mit Worten belegt hat und hat dann die Wasserkristalle aufgenommen, bekommst du Happiness, Schütze. Das klingt doch schon mal ganz gut. Bitte für Schütze. Ach, das entspricht übrigens im Indianischen dem Elch. Schon wieder vergessen zu erzählen. Bitte die Karten von Jamie Sams, drei Botschaften für Schütze, für Elch, für diesen Sommer, bitte. Oh, nochmal die Eidechse, die ist noch warm von der vorhergehenden Jungfrau-Braunbär-Legung. Das Eichhörnchen. Und na, 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 na. Du bist zuerst rausgefallen, der Falke. Und von den Cosmic Creatures von Grace Duong bitte die Botschaften für die Himmelsrichtung Osten, Süden, Westen und Norden für Schütze, für Elch. Bitte für Schütze Elch für diesen Sommer, die weiteren Krafttiere bitte. Du bekommst für den Osten die Fliege. Für den Süden den Tiger, im Osten der Wolf, wow, und die Libelle. Hier zweimal fliegt es und zwei Säugetiere. Ja. Interessant. Ja, Schütze, Elch, um was geht's bei dir? Du wirst Antworten auf deine Fragen bekommen, wenn du äußere Stimmen hier mal ausblendest, allen Lärm, der dich vielleicht im Außen hier umgibt. Nur dann wirst du hören, was dir angeboten wird. Ja, also blende die Action mal aus, so wirst du auch zu deiner Intuition wiederfinden. Vielleicht war da ganz viel los in der Vergangenheit hier bei dir und durch die vielen äußeren Stimmen sieht man manchmal selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Jetzt heißt es, höre, was hier wirklich auch gesagt wird. Sieh eine Situation neu. Lerne einfach auch zuzuhören. Spüre ich auch so ein bisschen die Fuchsenergie hier drin. Und achte auf deine eigenen Reaktionen auf andere, weil das ist dein Kompass, dein Barometer, wie du reagierst. Und dann kommt hier schon der Falke ins Spiel, der nämlich sagt, setz mal dein eigenes emotionales Gepäck ab, dann kannst du ganz anders zuhören. Wenn das immer durch deine Emotionen gefärbt wird, dann ist das eben, sind die Botschaften unklar oder missverständlich.
Ja, dein äußeres Hören sollte auf dein inneres Wissen hier treffen. Ja, es geht um intuitives Hören. Und vielleicht bekommst du die Fliegenenergie deshalb, weil die fliegt ja nur auch rum, ob man sie mag oder nicht. Sie summt, sie surrt, macht irgendwas, aber sie kann eben auch letztendlich ganz unbemerkt mitbekommen, was um einen herum los ist. Deine Intuition, wie es hier heißt, die kennt die Wahrheit immer, ja? Die Wahrheit bezüglich einer bestimmten Situation oder die Beziehung zu einem ganz bestimmten Menschen. Und da kann es dann sein, wenn du hier ja eben diese äußeren Stimmen mal ausschaltest, zum Beobachter wirst, dass du dann auf einmal etwas weißt, ohne dass du eine Erklärung dafür hast. Das ist das, was auch mit innerem Wissen gemeint ist. Und das verändert dann deine Entscheidung, das verändert die Wahl, die du hast. Und was wartet auf dich? Das Glück. Das Glück und deine Freiheit, die sehe ich hier mit dem Tiger. Und das liegt auf dem Seelenplatz. Es gibt hier nichts zu verstecken. Du darfst dich dann ganz stolz auch zeigen, so wie hier auch der Wolf, ja, der hier auch auf einer Anhöhe sitzt. Ja, das tun sie beide immer interessant, wenn man die Karten so bekommt und hat auch was zu sagen. Wichtig ist, Dragonfly, dass du dich von allen Illusionen befreist, weil dafür steht auch die Libelle. Die Libelle, die wächst ja ganz lange unter der Erde, muss auch immer wieder aus ihrem Panzer rauswachsen und die meiste Zeit verbringt sie eben dort und nur kurze Zeit ist sie dann hier draußen und fliegt mit ihren schillernden Farben durch die Lande. Ja, Traumzeit ist dann hier für dich auch angesagt. Ja klar, wenn du dein inneres Wissen, deine Intuition umarmst, wie es heißt, und darauf vertraust, dann darfst du dir alles ausmalen. Dafür steht die Eidechse. Alles ist möglich, genau wie mit der Libelle. Ja? Nur ist die Frage, was ist denn dein ganz persönlicher Traum? Und prüfe diesen gut, ob er sich umsetzen lässt, ob du das auf den Weg bringen kannst. Hier mit dem Eichhörnchen, da trägst du viel zusammen. Das Eichhörnchen, das sammelt ja ganz viel, muss dann manchmal aufpassen, dass es das noch findet, was es gesammelt und versteckt hat. Vor allem ist die beste Vorsorge für dich ein klares Herz, ja. Deine Herzenskraft, die ist entscheidend und nicht die Dinge, die du vielleicht sammelst. Und Vorsorge ist gut, nur man sollte in Vorsorge eben nicht aufgehen. Der Falke hilft dir auch gut eben zu beobachten, wenn du beim Beobachten, beim Zuhören eben dein emotionales Gepäck zur Seite packst und vor allem wird der Falke dir den Moment sagen, zeigen, wenn es gilt, auch, ich sag mal, zuzuschlagen, ja? Wenn er dann von ganz oben mit fast 300 km/h zur Erde schießt, um seine Beute zu fassen. Also, wenn es gilt, dann wird hier auf diesem Seelenplatz dir, denke ich, dieses Signal gegeben werden, das sagt so, jetzt, ja. Und du hast
viel auch, denke ich, von deiner persönlichen Kraft hier mitzugeben mit der Wolf-Energie. Der Wolf steht immer für den Vorreiter, sag ich mal, ist ein Vorbild, ist vor allem auch ein Lehrer. Also diese Energie steckt in dir, Lehrer. Insofern, Wölfe leben in Rudeln und manchmal entfernt sich ein Wolf für eine Zeit vom Rudel und kommt dann zurück und teilt das, was er erlebt hat, die Erfahrungen mit den anderen Rudelmitgliedern. Das heißt, es geht für dich mit dem Tiger und auch mit dem Wolf darum, dass du von deiner persönlichen Kraft hier was mitgibst. Und das kannst du eben nur, wenn du ganz bei dir selbst bist, wenn du deine seelische Stärke hier auch spürst, wenn du vor allem deine Freiheit auch spürst. Vielleicht war das die ganze Zeit eher ein Gefühl von begrenzt sein. Ich kann nicht alles machen, was ich will, ja. Weil eben im Außen, sehen wir ja auch hier mit dem Fischschwarm, einfach zu viel los war. Es ist für dich, Schütze Elch, die Zeit, durchaus zu träumen, zu prüfen, was kannst du dann tatsächlich umsetzen, die Dinge, das zu sammeln, was du dafür brauchst, ja, und vor allem nochmal doppelte, dreifache Botschaft hier, gut zuzuhören, zu hören, was wirklich gesagt wird, was hinter den Worten steckt. Und dann wirst du Situationen eben in deinem Leben auch anders sehen, ja. Lass dich von deinem inneren Kompass leiten, ja, so wie die Tiere das ja auch tun. Und du wirst deine persönliche Kraft entdecken. Auf diese Reise vom Rudel weg, bis du dann wieder zurückkommst. Ja, hier kann das im Sommer konkret natürlich auch ein Urlaub sein, weniger ein Strandurlaub. Vielleicht machst du so irgendwas mit Meditation, irgendein Retreat oder gehst hier in den Dschungel. Also irgendwas, wo es vom Rudel eben weggeht. Und da meine ich, kommst du ganz in deine Kraft hier, die dir ja ein bisschen verloren gegangen ist. Aber jetzt darfst du sie wieder zu dir nehmen, Schütze Elch. Wow. Ja, bin ich gespannt. Und freue mich auf Rückmeldungen. Und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.